Hiermit ist der Verteiler in Gommersheim eröffnet. Herzlich willkommen. Heute sind wir in Gommersheim auf dem Dorfplatz. Wir schauen uns heute mal den Verteiler an. Hier auf dem Dorfplatz sehen wir einen Verteilerschrank von Foodsharing. Der ist für gerettete Lebensmittel. Jeder, der etwas hineinstellen möchte, darf gerne etwas hineinstellen. Ansonsten wird er von Foodsafern, das sind Lebensmittelretter, befüllt. Das heißt, wir retten in Geschäften Lebensmittel, zum Beispiel Trockensortiment oder Backwaren, Kühlartikel, alles, was man retten kann, Obst und Gemüse. Alles, was es in einem Geschäft zu retten gibt, was der Kunde nicht mehr kauft oder was abgelaufene Lebensmittel sind, zum Beispiel MHD-Ware, wo morgen abläuft oder heute schon abgelaufen ist, was auch die Tafel nicht rettet zum Beispiel, denn die Tafel kommt immer an erster Stelle und dann kommt Foodsharing ins Spiel und rettet den Rest. Der Verteiler darf von jedem Bürger genutzt werden. Also jeder darf sich was nehmen oder auch was hineinlegen. Es gibt für jeden Verteiler, der ist auf foodsharing.de auch einsehbar, gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Für jeden Verteiler gibt es eine verantwortliche Person. In dem Fall hier in Gommersheim bin ich das. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und in diese Gruppe schreiben wir immer rein, wenn der Schrank aktuell befüllt wurde, so wie jetzt, sind die Regale zum Beispiel voll mit Trockenware, Salami, Salaten, Backwaren. Und jeder darf jetzt kommen und gucken, ob er was davon gebrauchen kann. Und genauso wird dann mehrmals am Tag der Status einfach gepostet in diese WhatsApp-Gruppe. Alle Verteiler sind auf der Homepage foodsharing.de zu finden. Dort sind sie registriert, ebenfalls mit Ansprechpartner, genauso wie mit der genauen Adresse.